ist jetzt das fünfte Seebeben und ich spielst seit dem ersten Mal bin ich dabei, gell? Und es wird von Jahr zu Jahr wird einfach geiler. So viel Begeisterung freute natürlich die Organisatoren der Handballer der SG Rot-Weiß Babenhausen. Seit Anfang der Woche waren sie mit den Aufbauarbeiten für das fünfte Seebeben beschäftigt. Am Montag, Dienstag, Mittwoch hat es noch geregnet. Ja, war auch perfekt, weil in der Hitze aufzubauen ist einfach unerträglich. Ja. Und seit Mittwoch ist das Wetter dann wieder, das schöne Sommerwetter wieder zurückgekommen. Und heute natürlich 34 Grad waren heute Mittag und jetzt auch klarer Himmel, keine Wolke am Himmel. Perfekt, also das wird heute auf jeden Fall eine richtig geile Party. Ja. Insgesamt dauert das Seebeben 3 Tage. Los ging es bereits am Donnerstag mit einer After-Work-Party. Wir schauten uns am Freitag am Sickenhöfer See um. Was uns auszeichnet die letzten Jahre ist, wir sind musikalisch sehr breit aufgestellt. Wir haben freitags was für die junge Generation, also eher elektronische Musik. Ja, und samstags so ein klassisches Rock-Festival. Ja, da wird es auch morgen hingehen. Wir haben morgen 2 Coverbands vor Ort. Aber heute haben wir erstmal mit Mashup Germany, DJ Rino und DJ Nice-T wirklich 2 oder 3 ja, DJs, die sehr stark elektronisch und hauslastig auflegen. Und Mashup Germany ist natürlich ganz klar der Top-Act. Was uns ausmacht, ist einmal die Location. Ja, wir sind hier auf einer Halbinsel mitten im See, rings um uns rum Wasser. Wir haben einen sehr große Beach Area mit viel Strand. Ja. Und wir sind jetzt kein riesengroßes Festival, wir sind ein bisschen familiärer, ja, ein bisschen kleiner. Ja. Hier ist alles ein bisschen überschaubarer und ich denke, das zeichnet uns eigentlich aus und es ist auch wert, hierher zu kommen, uns zu besuchen. Abgewichen sind die Veranstalter von der anfänglichen Idee, überwiegend unbekannten Gruppen eine Plattform zu geben. Mittlerweile gibt es auch jede Menge bekannte Namen. Über den großen Andrang dürfte sich auch die Vereinskasse gefreut haben. Wir machen das alles ehrenamtlich, wir verdienen damit keinen Cent. Ja. Es fließt alles in die Vereinskasse, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Ja. Schwerpunktmäßig natürlich im Jugendbereich. Wir haben eine sehr starke Jugend, ja, die wir auch ausbauen und weiter fördern wollen. Ja. Und dafür machen wir das eigentlich einfach, um hier den Verein zu finanzieren zu können.